Alles klar bei dir? Ja, da sind mir kaum Schweißtropfen auf die Stirn gekommen. Und deinen Freunden scheint es auch gut zu gehen. Okay, damit wäre das Ding geklärt. Ziel neutralisiert. Geht es euch gut? Ja, ich wusste nicht, ob wir das überleben werden. Das war sensationell. Vielen Dank. Ihr seid alles hell. Aber wer seid ihr überhaupt? Hey, alles klar bei euch da drüben? Nun, schön, dass diese kleine Überraschung jetzt hinter uns liegt. Ja, was du laut sagen kannst. Thank you all so much for saving us. Ich danke euch allen so sehr, dass ihr uns gerettet habt. Entspann dich, es ist wirklich kein Problem. Du musst das nicht immer wiederholen. Wir haben ja auch eine gute Bezahlung bekommen von deinem Regisseurfreund. Was mich betrifft, mehr Dank brauche ich nicht. Bist du sicher, dass es okay ist? Absolut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir von Monstern angegriffen werden. Wenn Nina oder meinem Personal hier was passiert wäre, wäre das ein riesiger Verlust für mein neues Projekt gewesen. Nein, der gesamten Filmindustrie. Ja, wenn Nina stirbt, ist das nicht ein Problem für Nina oder sowas, sondern ein Problem für die Filmindustrie. Ist klar. Ich fühle mich so schlecht deswegen. Wenn ich mehr Herr der Lage gewesen wäre, hätte das alles nicht passieren brauchen. Ich schätze, in dem Chaos des plötzlichen Schließens des Parkes ist niemandem eingefallen, sich bei euch zu melden. Ach, das ist alles Vergangenheit. Letztendlich ist doch alles gut gelaufen. Oh, der nimmt das ja ganz entspannt. Also ich wäre da jetzt voller Adrenalin und noch in leichter Panik, auch jetzt noch. Jedenfalls seid ihr Typen von Arkwright Solutions einfach unfassbar gut. Was kann ich tun, um euch zu überzeugen, für mich zu arbeiten? Als Stunt-Doubles oder Komparsen in meinem nächsten Projekt. Ja, Kumpel, du konzentrierst dich schnell auf die wichtigen Dinge, was? Jedenfalls arbeitest du für United Star, oder? United Star? Das ist doch ein riesiges Filmstudio. Warte mal. Nina? Etwa die Nina? That's right. I'm sorry for not introducing myself sooner. Ja, das stimmt. Es tut mir leid, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Nina Fenley, I'm the film actress, Nina Fenley. Ich bin die Hauptdarstellerin Nina Fenley. It's flattering that you've heard of me. I'm still fairly new to the industry, really. Es schmeichelt mir, dass ihr schon von mir gehört habt. Denn ich bin noch gar nicht so lange in dem Filmgeschäft. Boah, eine richtige Schauspielerin. Du bist vor der Kamera? Das ist cool. Neuling am Arsch. Du bist total populär. Du bist quasi die Top 1 Frau aus dem Osten im Filmgeschäft. Ich würde sagen, dass Frau Fanley hier eine der aufstrebendsten Schauspielerinnen ihrer Generation ist. Punkt. Ich habe ein paar deiner Streifen gesehen und sie lohnen sich alle, sie anzusehen. Oh, thank you. I'm glad you like them. Oh, danke schön. Da bin ich aber froh, dass sie dir gefallen haben. Though, to be honest, I think I still have some catching up to do before I'll be on the level of my mentor, Judith. Aber ehrlich gesagt, muss ich noch ziemlich viel aufarbeiten oder nachholen, bis ich das Level meines Mentors, meiner Mentorin Judith, erreicht habe. Genau, Judith ist Grimcat. Ja, die blonde Schauspielerin.
Was ich hier jetzt super toll finden würde, und ich weiß natürlich hundertprozentig, dass es nicht so sein wird, aber ich will nur sagen, ich fände es toll, wenn wir hier merken würden, in dem Spiel, dass Nina nicht so ist wie ihre Filmrollen. Wir kennen sie aus dem Kino und das ist toll, weil wir natürlich auch die Figuren lieben, die sie spielt. Aber in Wirklichkeit ist Nina ja ein ganz anderer Mensch. Und wenn das rausgearbeitet werden würde, dass wir so erstmal mitkriegen, dass sie ein anderer Mensch ist, sie kann natürlich trotzdem auch liebenswert und so sein, aber vielleicht, dass man merkt, ja Mensch, sie ist halt ein anderer Mensch als ihre Rollen. Du meinst sicherlich Judith Lanster. Ich habe ganz vergessen, dass ihr beiden ja bei der gleichen Agentur seid. Ach, an den Namen erinnere ich mich. Ist das nicht... Is everything... Was ist denn mit euch beiden los? Gar nichts. Macht euch keine Sorgen darum. Vergessen wir auch nicht unsere tapfere Bracer-Freundin, die hier in die Bresche gesprungen ist. So beeindruckend bei in solch jungen Jahren. Und noch ein wahrer Hingucker. Zwischen dir und Beauty Blade, da braucht sich die Gilde einfach nicht verstecken, was? Glad to be of service. Schön, dass ich zu Diensten sein konnte. I guess some wires got crossed with park management. They contacted me, asking if I could take care of a monster out here. Ich habe durch das Parkmanagement erfahren, dass hier ein Monster ist und dass ich mich darum kümmern kann. I was a little late for what I came for, apparently, but I'd still call it a job well done. Aber ich war wohl ein wenig zu spät, denn als ich ankam, war der Job schon erledigt. Ja, es ist tatsächlich Fee Clausel. Anyway, I'm Fee Clausel. Oder Clausel. I'm from the Erebonian Bracer Guild, but I'm posted at the Edith Branch as of yesterday. Ich bin von der Bracer Guild in Erebonia, aber wurde jetzt versetzt. Seit gestern arbeite ich in Edith. Nice to meet you all. Freut mich, euch alle kennenzulernen. Oh, ich wusste gar nicht, dass du aus dem Kaiserreich bist. Danke nochmal für deine Hilfe. Don't mention it. Keeping the public safe is all in a day's work for us. Nicht der Rede wert. Die öffentliche Sicherheit zu wahren, ist unser normales Tagesgeschäft. Though in this case, I got shown up a little in that department. Allerdings in diesem Fall wurde mir noch was beigebracht in der Abteilung. Nein, dein Timing war perfekt. Eine Sekunde später hätten wir es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ich verstehe schon, warum die Menschen schon seit ewigen Zeiten über dich sprechen, Silphid. Glad to hear it. You're not half bad yourself, Spriggan. Das freut mich zu hören. Und du bist auch gar nicht mal so übel, Spriggan. Silphid, sie ist es wirklich. Ja, jetzt erinnert sich Feri dran, dass Feris Mentorin Aida mal mit Silphid, also mit Fee, zusammengearbeitet hat, also im selben Jägerkorps war. Sie hat ein paar Killer-Moves, das muss man ihr lassen. Ich bin nicht sicher, was Aaron mit Fun Size sagen will. Bist du sicher, dass wir dich nicht mitnehmen sollen in die Hauptstadt? Es ist okay. Ich bin ohnehin mit dem Auto hier. Meine Freunde holen mich wieder ab. In der Zwischenzeit werde ich nochmal überprüfen, dass hier nichts Unangenehmes mehr lauert. Das ist super, Vieh, weil wir haben nämlich so ein paar primitive Monster einfach stehen lassen hier. Wenn du die erledigen würdest, dann ist das ganz toll. Kommst du wirklich zurecht? Es wird gefährlich sein ganz alleine, obwohl für dich vielleicht nicht.
Ja, ich komme schon klar. Ich habe schon einen Anteil an Monstervernichtung gehabt, mehr als genug. Zumindest so viel wie dein Boss hier. Hohes Lob, wenn es von dir kommt. Ich schätze mal, Elaine und der Immovable haben schon was über mich erzählt. Ja, ein bisschen. Sin sagte, du tust so, als wärst du ein Bad Boy, aber tief im Inneren bist du ein alter Softie, der einfach jeden Auftrag annimmt. Ich schätze, ich muss noch mal ein ernstes Wörtchen sprechen mit einem mit dem wandernden Berg hier, wandernden Muskelberg. Naja, er hat ja nicht gelogen. Der weiß einfach, wie du drauf bist. Wie dem auch sei, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe. Wir können zu einem anderen Zeitpunkt uns nochmal in Ruhe unterhalten. Ich würde so bald wie möglich gehen, wenn ich du wäre. Es wird schon bald dunkel und es soll auch Regen kommen. Danke für den Tipp. Wir sehen uns dann später, Silphid. Ich meine, Klausel. Alles klar, wir sehen uns dann, Spriggan, und auch ihr Leute. Ich muss übrigens nochmal sagen, Fies neues Outfit gefällt mir super. Sie wirkt jetzt auch so richtig erwachsen. Und es wirkt so wie so eine unheimlich praktische Kleidung und so. Kein unnötiges, unnötige Accessoires oder so weiter. Und so dieses Bauchfreie, was sie früher mal getragen hat, das konnte ich ja nie nachvollziehen. Es war so unrealistisch für den Kampf und bei kalten Temperaturen und was nicht alles. Dies hier wirkt einfach wie praktische Kleidung. Nochmal 3000 Mira obendrauf vom Regisseur, wunderbar. Was ist denn los, Beifang? Geht es um diese Bracer-Tante? It's nothing really. Nee, nichts. I think someone I was close to has mentioned her before. Ich glaube nur, dass jemand, der mir nahe steht, sie schon mal erwähnt hatte. I was hoping we'd have the chance to meet someday. Ich hatte schon gehofft, dass ich sie eines Tages mal kennenlernen würde. Once she was in front of me, I just froze up. Aber als sie denn tatsächlich vor mir stand, war ich wie eingefroren. Du wirst noch Gelegenheiten bekommen. Und bis dahin hast du noch Zeit, deine Gefühle in Ordnung zu bringen. Man, you're right. Next time, I'll say everything I've been wanting to say. Ja, du hast recht. Nächstes Mal sage ich alles, was ich sagen will. Ja, guter Pep-Talk, Opa. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, worüber ihr sprecht. Aaron fühlt sich gerade ein bisschen ausgeschlossen. Oh, fühlt sich Aaron gerade ein bisschen ausgeschlossen? Du weißt schon, wie man beschäftigt bleibt auf dem Job, oder? Ja, wir sind die ganze Stadt rauf und runter gerannt und sogar in den Vororten gewesen. Wird jeder Tag so sein? Nein, normalerweise haben wir mehr Freizeit, aber ab und zu haben wir auch mal Tage, wo so viel los ist wie heute. Wieso hast du Angst, dir die Hände dreckig zu machen? Also er meint es eben im handwerklichen Sinne, also nicht im... Es gibt ja auch Hände dreckig machen, dass man jetzt Leute umbringen muss oder sowas, aber er meint jetzt einfach, scheust du dich vor ehrlicher, harter Arbeit sozusagen. Als ob. Ich bin nie dagegen, mir die Hände dreckig zu machen, solange die Arbeit nicht langweilig wird.
Und der heutige Tag war auf jeden Fall nicht langweilig. Gut, denn da, wo der Tag herkam, gibt es noch viel mehr. Ah ja, ich hab's beinahe vergessen. Macht es dir was aus, wenn wir noch bei der Rösterei im 9. Distrikt vorbeikommen? Paulette hat mich gebeten, ein paar Kaffeebohnen dort abzuholen. Ja, verstanden. Da können wir einen kurzen Zwischenstopp machen. Verdammt, Beifang. Warum muss dieser Trip länger sein, als er unbedingt nötig ist? Ist er nicht länger als unbedingt nötig? Die Kaffeebohnen zu holen ist unbedingt nötig. Oder musst du aufs Klo, Aaron? Was ist mit dir los? Es regnet. Und da geht der Malerjob. Ich verstehe nicht, was. Der Paintjob? Was will er damit sagen? Hä? Das war's mit dem Paintjob. Ich verstehe nicht. Naja, in der Zwischenzeit machen sie noch Stopp für Kaffeebohnen. Und als sie denn letztendlich in der Altstadt ankamen, schüttete es wie aus Eimern. Ah, sie scheint das erledigt zu haben, was auch immer, um was auch immer sie sich kümmern musste. Ich kann gar nicht glauben, dass sie hier gewartet hat. Ja, vor allem die draußen warten, ne? Das macht ja überhaupt nichts. Es wäre kein Ding gewesen, im Büro zu warten. Sie hat doch bestimmt einen Schlüssel, um dann da sich aufzuhalten und auf unsere Rückkehr zu warten. Jetzt hier im Regen stehen zu bleiben, um uns zu begrüßen, das ist doch sehr unrealistisch. Naja, willkommen zurück, Leute. Wie ist es im Park gelaufen? Das war kein Problem. Gibt es ein Problem bei dir? Du wirkst so erschöpft. Tue ich das? Ich habe keine Ahnung, warum ich das sollte. Ich kann mich gar nicht genug dafür entschuldigen, dass ich euch allein gelassen habe während der Arbeitszeit. So you're the Spriggan, are you? Ah, du bist also der Spriggan. Oh. Ein Mitschüler und der hat so die Machias-Aura. So ein, ich sag's jetzt mal etwas despektierlich, so ein Korinthenkacker irgendwie, oder? Der die Regeln ganz genau nimmt. Wer ist der Typ denn? Was machst du hier, Albert? Ah, ein Klassenkamerad von dir? Aber hätte ich natürlich sofort sehen können bei der Uniform. Ist er dein Boyfriend oder was? Wirklich ja? Nein, er ist Klassenkamerad. Den kenne ich schon lange. I'll just come out and say it. Take your poisonous fangs out of my friend. Ich sag's am besten ganz direkt. Nimm deine giftigen Fänge von meiner Freundin weg. Was? Albert, was sagst du denn da? I've heard a lot of unpleasant rumors about you. Ich habe sehr viele unangenehme Gerüchte über dich gehört. They call you a good-for-nothing who takes on all manner of borderline criminal requests. Man nennt dich einen Taugenichts, der allerlei grenzwertige kriminelle Aufträge annimmt. You're just taking advantage of her kind nature to force her to do your dirty work, aren't you? Du nutzt sie einfach nur aus. Du nutzt ihre Güter aus, damit sie deine Drecksarbeit macht, oder? Warte mal, du verstehst das alles falsch. Sorry. But stay out of this, Agnes. Well, aren't you going to deny it? You can't, can you? Tut mir leid, aber du hältst dich da raus, Agnes. Oder willst du es abstreiten? Kannst du doch nicht, oder? Wisst ihr, an was mich das gerade erinnert? Es gibt ja manchmal so im Internet irgendwelche Debatten, wo Leute sich für eine
Sache einsetzen, die sie gar nicht direkt betrifft. Also die Person, die betroffene Person äußert sich, oder kann auch eine Personengruppe sein, die äußert sich gar nicht, aber trotzdem fühlen sich andere Menschen berufen, ungefragt Partei zu ergreifen und die Interessen der betroffenen Person durchzusetzen, ob diese Person nun will oder nicht. Ja, ich weiß nicht, ihr versteht sicherlich, was ich meine. Ich kann es jetzt nicht, ich will jetzt keine Beispiele nennen oder so, aber es ist halt manchmal sehr kurios im Internet und hier ist es jetzt auch gerade sehr kurios, weil Albert ja erstmal mit Agnes sprechen könnte. Aber nein, Albert hat sich ohne Agnes bereits eine Meinung gebildet und will jetzt Agnes Interessen durchsetzen, ohne die Interessen von Agnes zu kennen. Ja, mach mal halblang, Kindchen. Es geht darum, als sie mal spät zurückkam, oder? Da hast du bestimmt angefangen, dir Sorgen um sie zu machen. Insbesondere jetzt, wo sie auch noch Anrufe von zu Hause bekommt. How do you? Ah, da kann doch jeder zwei und zwei zusammenzählen, wenn die Hinweise so offensichtlich sind. Wie naiv kann ein Mensch sein? Für mich wirkt er wie ein netter Typ. Naja, er ist so der Typ gut gemeint, ne? Das Gegenteil von gut gemacht. What's wrong with being concerned about your friends? Was ist denn falsch daran, sich Sorgen um eine Freundin zu machen? Nee, daran ist überhaupt nichts falsch. Nur die Schlüsse, die du daraus ziehst und dann die Taten, die du machst, aufgrund dessen, das ist das Problem. It's all started because you casually decided to hire her without thinking of the consequences. All das begann, weil du sie angestellt hast, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. If word was to get out that Agnes is working with seedy people like you, it would put her father in a very... Wenn es publik wird, dass Agnes zusammenarbeitet mit zwielichtigen Leuten wie euch, dann würde das ihrem Vater ziemliche... Albert! Ja, jetzt will Agnes natürlich nicht, dass wir erfahren, wer ihr Vater ist. I'm sorry. I said too much. But I still... Tut mir leid, ich habe zu viel gesagt, aber trotzdem. Aha. Wer ist denn ihr Vater? Vor allem mit zwielichtigen Leuten, wer kann ihr Vater denn sein? Politiker möglicherweise? Also für wen ist es denn ein Problem, wenn man rauskriegt, oder wenn's, wo ist die öffentliche Meinung wichtig? Wenn das tatsächlich jetzt irgendwie ein Wissenschaftler wäre, ist doch egal. Ein Wissenschaftler hat... Die Tochter eines Wissenschaftlers hängt so mit irgendwelchen, ja, was weiß ich, Punks zusammen rum oder so. Who cares? Aber wenn es ein Politiker ist, wird es halt das Interesse wecken der Öffentlichkeit. Ansonsten. Naja. So Firmenchefe oder so, wo dann halt die Öffentlichkeit eventuell sagen würde, da kaufe ich nichts mehr ein oder so. Da bist du ja. Ich wusste, dass ich dich hier finden würde. You really need to stop charging in like a bull in a glass shop, Albert. Du musst endlich damit aufhören, dich wie ein Elefant im Porzellanladen zu verhalten, Albert. So, dann haben wir ja alle zusammen, auch die junge Frau mit den lila Haaren, die wir schon öfter mal hier gesehen haben. He never changes. Ändert sich einfach nie. Odette! Ren! Jetzt haben wir es hier schwarz auf weiß, beziehungsweise weiß auf durchsichtig. Oh, noch mehr Freunde von Agnes. Im Ernst? Was ist das hier? Klassenfahrt? Oder beziehungsweise Wandertag, könnte man eher sagen. What are you two doing here?
Was macht ihr beiden denn überhaupt hier? Und warum habt ihr alle unterschiedliche Schirmfarben? Was ist denn da los? We're here to tell you off. Duh. I thought I already told you that you need to let Agnes live her own life. Oh, jemand mit gesundem Menschenverstand. Wir wollen hier mit uns mal, wir wollen dir mal unsere Meinung sagen. Ich dachte, wir haben dir schon deutlich gemacht, dass du zulassen musst, dass Agnes ihr eigenes Leben führt. You have serious tunnel vision when it comes to her, and you need to do something about it. Du hast einfach diesen Tunnelblick, wenn es um sie geht. Da musst du was gegen tun. No, I don't. Nee, muss ich gar nicht. Odette. Oh, right. I'm Odette, by the way. Nice to finally meet you all. Ach, ich bin übrigens Odette. Freut mich, euch endlich mal kennenzulernen. I've heard a lot about you guys from Agnes. Von Agnes habe ich schon viel über euch gehört. Oh, you must be fairy. Oh my goodness, you really are so adorable. Oh, du musst ein Fairy sein. Liebe Güte, du bist wirklich so niedlich. And wow, I knew you were hot, Aaron, but the sun's got nothing on you. Und wow, ich wusste ja schon, dass du ein heißer Feger bist, Aaron, aber die Sonne hat keine Spuren bei dir hinterlassen, oder ich weiß es nicht, was sie sagen will. And well, yeah, Van, you've got some mega bad boy vibes, which, trust me, only makes you look cooler. Und ja, Van, du hast ziemliche Bad Boy Vibes, aber das macht dich nur cooler. You're a lot younger than I was expecting, by the way. I thought you'd be way older. No offense. Und du wirkst irgendwie jünger, als ich erwartet habe. Ich dachte, du wärst viel älter, also jetzt nicht persönlich nehmen. Danke, glaube ich. Odette, bitte. Du bist sehr unhöflich. Ja, sie nimmt kein Blatt vor den Mund, was? Don't mind our resident ball of energy over here. Achtet gar nicht auf unser Energiebündel hier. We're all members of Aramis Academy Student Council. Wir sind alle Mitglieder der Schülervertretung von der Aramis Akademie. Agnes is in charge of general affairs. Agnes kümmert sich um allgemeine Angelegenheiten. I apologize, our treasurer got a little ahead of himself. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass unser Kassenwart ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Ja, das passt so gut, Kassenwart, zu ihm. Nein, ist schon okay. Ich kann ihm ja keine Vorwürfe dafür machen, dass er sich Sorgen gemacht hat. Aber an oberster Stelle steht doch das, was Agnes möchte. Und so belassen wir das auch. Sounds like a good deal to me. Ja, ist doch ein guter Deal. Well, all I ask as student council president and her dorm neighbor. Nun, als Präsidentin der Schülervertretung und ihre Nachbarin im Schlafsaal, im Wohnheim, möchte ich nur um eine Sache bitten. Is that you do your best to keep her safe. Dass du dein Bestes gibst, um sie in Sicherheit zu wahren. Now, let's get going, Albert. Dass du ihre Sicherheit gewährleistest. Und Albert, wir beide gehen jetzt mal, ne? Agnes hat hier nämlich noch zu arbeiten. We should leave her to it. Wait, I'm not finished. Ich bin hier noch nicht fertig. Really? Very well. As long as you finish the budget I asked you to handle, you can stay. Nun gut, da du bereits die Buchhaltung, also das Budget geplant hast und du dich kümmern solltest, kannst du gerne bleiben. Übrigens, ich muss zu Ren noch mal ein paar Worte verlieren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen irritierend, dass sie jetzt hier noch zur Schule geht. Man muss aber auch bedenken, dass sie in den Vorgängerspielen noch sehr, sehr jung war, was halt nicht rüberkam. Also sie wirkt ja immer schon so, als wäre sie im gleichen Alter wie Rian und Lloyd, war sie aber nicht. You
You did finish that before coming out here, correct? Du hast doch das Budget gemacht, oder? Bevor du hergekommen bist? Well... Meanwhile, Agnes handled every one of those tedious purchase requests I made before coming to her quote-unquote actual job. Ich muss zu Albert noch kurz was sagen. Es macht ihn schon fast einen Hauch sympathisch, dass er jetzt nicht erst seine Kassenwartsarbeit gemacht hat, sondern dass dann doch die Emotion, Agnes zu beschützen, stärker war als sein Pflichtgefühl, seine Aufgabe zu erfüllen. Das macht ihn so einen Hauch menschlich. Naja, in der Zwischenzeit hat Agnes sich um alle diese langweiligen Einkäufe gekümmert, bevor sie ihren richtigen Job jetzt angenommen hat. If you want to fault others for how they handle their affairs, you'd best have your own in order first. Wenn du also anderen Leuten Vorwürfe machst, wie sie ihre Angelegenheiten regeln, solltest du zunächst einmal vor deiner eigenen Haustür kehren. Well, good day to you, Mr. Spriggan. I'll see you back at the dorms, Agnes. Dann noch einen schönen Tag, Herr Spriggan. Und wir sehen uns dann im Wohnheim, Agnes. See you tomorrow, Agnes. Don't come home too late. Wir sehen uns morgen, Agnes. Und komm nicht zu spät nach Hause. Ja, danke schön. Und dann eine gute Reise zurück, Leute. Ren weiß Bescheid über alles, was Agnes betrifft, glaube ich. Wer zur Hölle ist denn die mit den purpurnen Haaren? Ich frage mich gerade das Gleiche. Sie ist nicht die Art von Schüler, die man hier jeden Tag sieht. Kaum zu glauben, dass es 5 Jahre her ist. Ja, was hat Ren vor 5 Jahren gemacht? War sie da noch, müsste sie eigentlich, das war ja vor Trails in the Sky. Trails in the Sky ist noch keine 5 Jahre her, oder, in-game? War Ren da also noch in der Gewalt von Kinderhändlern? Sie ist auf jeden Fall nicht mehr das verlorene Kätzchen, was sie damals war. Sie hat sich richtig weiterentwickelt. Deshalb auch Kitten, das Kätzchen haben wir im Internet mal kurz gesehen. Also, was sollte das jetzt alles? Also ich meine, dieser Anruf von zu Hause, der so wichtig war, dass du uns mitten im Job einfach im Stich gelassen hast. Hey, sei doch nicht so fies. Wir kamen doch auch so zurecht. Natürlich, aber darum geht es doch gar nicht. Es ist ja schön und gut, wenn ab und zu mal, ja, Probleme anstehen. Aber du solltest da keine anderen Leute involvieren oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, Aaron ist so ein komischer Stiesel jetzt gerade. Das hier, die Arbeit bei Arkwright Solutions ist hier zweitrangig. Für Agnes ist an erster Stelle steht für Agnes die Familie und an zweiter Stelle steht die Schule und an dritter Stelle vielleicht Arkwright Solutions. Und dass Aaron jetzt hier als Neuankömmling hier so komische Ansprüche stellt, dass Agnes Arkwright Solutions alles andere unterordnen soll, das finde ich also ziemlich Pascha-mäßig von ihm. Was ist denn mit ihm los? So kenne ich ihn ja gar nicht. Du tust vielleicht, was du für das Beste hältst, aber du solltest auch mal die anderen fragen, was sie davon halten. Ich sag's ja nur. Diese Sachen sind wichtig, ob du nun bei Heyu bist, ob du ein Jäger bist.
oder einfach einen normalen Schreibtischjob hast. Also bei mir ist das überhaupt kein Problem. Ich hatte tatsächlich mal die Situation, wo ich auf der Arbeit angerufen wurde, wo es Probleme zu Hause gab. Und da genügte ein Wort mit dem Chef und dann durfte ich gehen nach Hause und das Problem klären. Es ist echt verrückt, dass ich hier diese Ansprache halten muss und du das nicht machst, Van. Ja, vielleicht hast du recht. Nee, Aaron hat ganz und gar nicht recht. Hat dein Vater eventuell ein Problem mit deiner Nebenbeschäftigung? Woher? Es ist nur geraten. Ich weiß keine Details. Ich habe meine Einstellung nicht geändert, seitdem du hier arbeitest. Du machst die Ansagen, was du mit deinem Leben machen willst. Und ob du dann hier bleibst oder gehst, das liegt ganz bei dir. Aber wenn sich deine Familie da einmischt, dann muss ich zukünftig mehr darauf Acht geben, was ich dich hier tun lasse. Es ist genau das Gegenteil, was ihr alles glaubt. Er hat sich nur nach mir erkundigt. Mein Vater hat viel zu tun. Er hat noch nicht mal die Zeit, diese regelmäßigen Briefe zu schreiben, wie es Ferris Vater macht. Ich habe seit 3 Monaten kein Wort mit ihm gewechselt. Deshalb wollte ich mir hier die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Oh, das heißt, ihr Vater war mal kurz da. Ich muss mir das gerade vorstellen. Anjes Vater geht zur Schule oder beziehungsweise ins Wohnheim, weil er mal kurz Zeit hat, nach 3 Monaten, und stellt ihn fest, Anjes ist gar nicht da. Und dann muss die Schulleitung erstmal bei Anjes Bescheid sagen, hey, komm doch mal vorbei, dein Vater ist da. Ach, darum ging das also. Ehrlich gesagt hatte ich gedacht, ich werde jetzt ausgeschimpft, weil ich den einen Tag ja so spät zurückgekommen bin und wir diesen gefährlichen Job gemacht haben. Aber auch wenn ich mir sicher bin, dass er genau Bescheid weiß, was ich tue, gab es kein Wort der Kritik. Aren't you going to say anything, Dad? Anything at all? Willst du gar nicht sagen, Papa? You aren't going to tell me to give up my dangerous part-time job? Or not to go traveling without permission? Willst du mir jetzt nicht sagen, dass ich meinen gefährlichen Teilzeitjob aufgeben soll? Oder dass ich nicht mehr reisen soll ohne Erlaubnis? Your grades meet my expectations. Your attendance is solid and your lateness the other day was relatively minor. Deine Noten entsprechen meinen Erwartungen. Deine Anwesenheit ist solide. Also ja, du bist auch immer, bist ja immer im Unterricht. Und deine Verspätung an dem einen Tag war ein kleines Problemchen. Your reputation as part of the student council is also excellent, as far as the public eye is concerned. Und dein Ruf als Teil der Schülervertretung ist auch exzellent. Was es die öffentliche Meinung betrifft, verhältst du dich sehr gut. I see no reason to dictate what you do with your personal time. Ich sehe also keinen Grund dafür, dir vorzuschreiben, was du mit deiner Freizeit tust. I will ask but 2 things of you, Agnes. Ich möchte dich nur um 2 Dinge bitten, Agnes. One is to avoid causing any direct trouble for me. The other is to do nothing that would embarrass your mother. Der erste Punkt ist der, bitte sorge nicht oder
löse keine Dinge aus, wegen der ich dann direkt Ärger kriege. Und die zweite Sache ist die, mache nichts, weswegen sich deine Mutter schämen müsste. As long as you honor those two requests, your life is yours to live. Solange du diese beiden Bitten erfüllst, kannst du dein Leben so führen, wie du möchtest. Oh, das klingt mir aber wie ein sehr umsichtiger, netter Vater, der weiß, dass er seiner Tochter vertrauen kann. And if you require assistance with anything, you know who to call. They will handle almost anything for you. Und wenn du bei irgendetwas Unterstützung brauchst, weißt du, wen du anrufen kannst. Sie werden nahezu alles für dich erledigen. Das ist auch so krass. Wenn du Probleme hast, kannst du anrufen, nur halt nicht mich, sondern andere Leute. Und die sorgen dann dafür, dass deine Probleme gelöst werden oder so. Ja, Papa hat halt keine Zeit. Möglicherweise könnten sie sogar dafür sorgen, dass du diesen Job gar nicht mehr machen musst. Kurz gesagt, stellt es kein Problem dar, wenn ich hier weiter arbeite. Und das sollte jetzt auch das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier so weglaufen muss. Nun, ich möchte meine Nase nicht in anderer Leute Familienangelegenheiten stecken. Aber für mich klingt es so, als ob er dir vertraut, und das ist doch schon mal was wert. Es liegt an dir, was du mit den Genesis machen willst. Oder ob du diesen Job machen willst. Ja, da liegst du absolut richtig. Wie dem auch sei, ich bin froh, dass ich mit euch allen zusammenarbeiten kann. Ja, wir sind auch froh, dass du dabei bist. Ja, versuch aber nicht, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Sie macht das schon länger als du. Ich bin da ganz bei Feri. Versuch mal was wegen dieses Freundes da zu unternehmen. Wir können es uns nicht erlauben, dass er auch zukünftig uns immer wieder in die Quere kommt. Ich werde mein Bestes geben, um die Missverständnisse aufzuklären. Oder ihm zumindest das Versprechen abzuringen, uns in Ruhe zu lassen. Ja, erzähl ihm die Wahrheit. Und er wird diese Scheiße nicht mehr machen. Ist das ein Beispiel dafür, dass der Zweck die Mittel heiligt? Ja, schon. Aber das sollte für dich keine Lektion sein, die du dir als Beispiel nimmst. Warte mal, das ist... You got a moment, Van? Hast du kurz Zeit? Oh, du rufst sehr selten an. Muss ich auch sagen, ich hatte jetzt eher Kincaid erwartet. Hast du Arbeit oder so? Wir haben gerade den letzten Job erledigt. Wir haben also Zeit. Perfect. But I'm not the one with the request. Perfekt. Ich bin aber nicht derjenige mit dem Auftrag. I was asked by an acquaintance to hook them up with some FaceTime with you. Ich wurde durch eine Bekannte gebeten, die dich mal persönlich treffen will. I gave them your work number, so they should be calling any time now. Up to you whether you take them on though. Okay, also doch nicht persönlich. Also die einfach mal mit dir sprechen möchte. Per Videocall. Ich habe ihr deine Nummer gegeben. Sie sollte also jetzt bald anrufen. Es liegt denn ganz bei dir, ob du rangehst. Ja, okay, alles klar. War das dieser Typ von der Klatschpresse? Aaron, du nervst einfach heute ein bisschen. Hast du irgendwie schlecht geschlafen? Ich übergehe das einfach mal.
Oh, da ist schon der Anruf. Oh, thank goodness. I was worried I wouldn't be able to get through. Ach, Gott sei Dank. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich eventuell nicht durchkomme. Gibt's doch gar nicht. Im Ernst? Ist das nicht... Also ich habe an der Stimme es nicht erkannt. Keine Ahnung. Okay, als Dingo mir sagte, dass er einen Kunden hat, wäre mir im Traum eingefallen, dass du es sein könntest. Ah, okay, es ist Nina. I see a new face among your number too. Ah, ich sehe da noch ein neues Gesicht bei dir. In any case, I'm very much hoping to work with you. Ich hoffe sehr, mit dir zusammenarbeiten zu können. Was hat Nina denn für ein Problem? Alles klar, dann sehen wir uns um 19 Uhr morgen. Natürlich. Und ich werde diesmal auch Bescheid sagen, dass ich irgendwo hingehe. Denn gute Nacht, Leute. Ich schätze, Feri kommt mit und wie sieht's bei dir aus? I'm down. Ja, ich habe inzwischen gelernt, dass I'm up und I'm down beides im Prinzip fast das gleiche heißt. Er ist dabei, also. Ich könnte ja auch schlecht Nein sagen, nachdem ich all das gehört habe. Ich bin auf jeden Fall auch dabei. Ja, ich kann euch da keine Vorwürfe machen. Diese Geschichte hätte wohl das Interesse von jedem geweckt. Es wird sicherlich mit der Filmbranche zu tun haben. Dann gehen wir wohl alle nach Tabat. Ein Filmfestival. Ja, normalerweise findet ja jedes Jahr ein Filmfestival in Messeldamm statt, im Norden. Aber ich hörte, dieses Jahr wurde es abgesagt. Wegen einer terroristischen Drohung. Ja, das in Messeldamm auf jeden Fall, aber dies hier ist was anderes. Es ist ein neues Event, findet das erste Mal statt. Es wird unterstützt von der, ja, ich nenne es jetzt mal Grafschaft Elsaim. Es ist ja keine Grafschaft, aber von dem Land Elsaim im zentralen Osten. Vielleicht so eine Art Königreich, wenn wir jetzt mit Prinzen zu tun haben oder sowas, ja. Es wird das Tabat Film Festival genannt und wird gesponsert von Vegas Films. Oh ja, ich erinnere mich davon gehört zu haben, jetzt wo du es sagst. Vegas ist ein Filmverleiher, der in letzter Zeit viele große Hits hatte. Und die wurden, und bei all diesen hat Regie geführt ein Freak namens Jotty. Oh ja, der hat doch Golden Blood gemacht, oder? Ganz genau. Noch eine relativ neue Firma. Aber wie es so läuft, werden sie schon bald zu den großen Studios gehören. Für den Regisseur ist der Unterhaltungswert das Wichtigste. Deshalb können seine Filme auch ein wenig extrem in ihrem Inhalt sein. Wenn du was Extremes sehen willst, dann musst du dir unbedingt den Director's Cut angucken. Das kann ich nicht. Ich bin erst 16. Was ist ein Director's Cut? Ohne Salvatore Giotti würde Vegas Films gar nicht existieren. Niemand macht ein Kino, macht Kinofilme so wie er. Ja. Aber ich schätze,
diese ganze Sache mit dem Filmfest ist vielleicht nur eine Ausrede, damit er und seine Firma die meisten Preise einheimsen kann? Nein, überhaupt nicht. Jotty ist fest entschlossen, den Juryprozess komplett fair zu machen. Die meisten nominierten Filme sind Massengeschmack. Aber es gibt viele unterschiedliche Regisseure, Schauspieler und Schauspielerinnen, die eingeladen wurden. Ich bin auch eine dieser Schauspielerinnen. Verstehe. Okay, das ist also der Kontext hinter diesem Drohbrief, der in deiner Agentur eingetroffen ist. In der Tat. Da steht, nimm nicht am Tabat Filmfestival teil oder es passiert eine Tragödie. Der gleiche Brief wurde auch an andere Firmen geschickt, die mit unserer in Verbindung stehen. Wir können die Möglichkeit nicht ausschließen, dass es sich dabei einfach nur um einen ausgefeilten Prank handelt, aber wir machen uns natürlich trotzdem Sorgen. Ja, solche Drohungen muss man immer ernst nehmen, aber ob man jetzt deswegen seine eigene Teilnahme absagt, ist nochmal was ganz anderes. Ich denke, Nina geht den richtigen Weg. Wir werden Nina beschützen. Man kann es auf jeden Fall nicht ignorieren, wenn ein anderes Filmfest bereits abgesagt wurde während einer Bedrohung. Ja, auch da wissen wir nicht, ob in Messeldamm überhaupt irgendwas passiert wäre. Ja, aber vielleicht weiß das auch der Täter, der Verfasser dieses Schreibens. Meine Agentur hat versucht, mich zu überreden, dass ich nicht hingehe, weil es gefährlich ist. Aber ich bin immer noch eine recht unerfahrene Schauspielerin, deshalb glaube ich, dass dieses Festival eine wertvolle Erfahrung sein könnte. Der andere Kunde für diesen Job, dem geht es genauso. Und deshalb suchten wir nach potenzieller Hilfe. Jetzt sag nicht, dass es Judith ist, die andere Person. Ah, da hast du dich an uns gewandt. Du hast auf jeden Fall mehr Mut, als ich gedacht habe. Als ich euch heute früh alle getroffen habe, fielen mir Gerüchte ein, die ich über dich in der Industrie schon gehört habe. Und ich kannte ja bereits Dingo. Er hat mir schon mal geholfen bei Problemen mit meiner Agentur. Und da habe ich ihn einfach mal nach deiner Nummer gefragt. Your team just seems like the most reasonable option. Das schien für mich die logischste Option zu sein. Ja, da sieht man auch mal wieder, sie entspricht nicht dem Klischee einer Schauspielerin, wo man ja erstmal denken würde, dass Schauspieler vor allen Dingen emotional sind von ihrer Art. Nein, sie ist rational. In this line of work, image is everything. So I really don't want to get the police involved and turn this into a big deal. Bei meiner Arbeit ist das Image alles. Deshalb möchte ich nicht, dass die Polizei da involviert wird und eine große Sache draus macht. But the guild isn't really suited to delicate matters like these either. Und auch die Gilde ist eher ungeeignet für solche delikaten Angelegenheiten. Ja, das klingt logisch. Denn Bracer haben ja immer noch ihren Kodex als Priorität und vermeiden alle Betätigungen, die auch nur ansatzweise illegal sein können. Ja, Bracer sind in erster Linie Helden der Gerechtigkeit. Wenn man flexibler sein muss, sind sie nicht die richtigen Leute für dich. Dingo hat auch schon früher mal Jobs aus dem Showbusiness angeschleppt. Das wäre also nicht das erste Mal für mich. Aber natürlich das erste Mal mit einem so großen Studio.
Aber das wird natürlich nicht ganz billig. Of course. You'd be protecting the film festival. That's quite a task. Also, natürlich, du wirst das Filmfestival beschützen. Das ist eine ziemlich große Aufgabe. Okay, wir sollen nicht nur Nina beschützen und ihre Kollegin, sondern das ganze Filmfestival. Na gut. If you are willing to do this, I'd like you to plan to arrive in Tharbad the day after tomorrow. Wenn du bereit bist, das zu machen, dann solltest du übermorgen in Tharbad eintreffen. I'd then like you to nose around for any suspicious activity during the 3 days leading up to the festival. Und dann möchte ich, dass du nach verdächtigen Aktivitäten Ausschau hältst während der 3 Tage, die das Festival andauert. However you do that is up to you, of course. I'm aware you traditionally handle requests through that 4SPG system of yours. Wie du das denn machst, liegt ganz bei dir. Myself and the other client will provide for your expenses and compensation out of our personal funds too. Ich und der andere Kunde werden für deine Ausgaben aufkommen. Also aus unserer, ja, wir werden persönlich dich bezahlen. Oh, das kannst du dir leisten? Naja, es ist schon irgendwie logisch, dass ein aufstrebender Star stinkreich ist. Jetzt machst du mich schon neugierig, wer denn der andere Kunde wohl ist. Ich weiß gar nicht, ob Nina jetzt schon so reich ist. Also erstmal muss sie ja auch erstmal sich einen Namen machen und dann irgendwann verdient sie viel Geld. Ja, das wird noch länger sein als unsere Reise nach Langport. Wie machen wir denn das? Agnes muss mit, will sie uns damit sagen. Ihr Genesis leuchtet. Hm? What is it? Gibt's da irgend so einen Typen in so einer Kommandozentrale, der immer so einen Knopf drückt, wenn Agnes Genesis leuchten soll? Mach dir nichts draus, achte da gar nicht drauf. Naja, es ist auf jeden Fall eine große Bitte, die ganz plötzlich kommt. Wir werden das jetzt besprechen und dich dann zurückrufen. Normalerweise brauchen wir mehr Vorbereitungszeit nicht, wir brauchen eigentlich noch mehr Informationen bei solchen großen Bestellungen. Okay, nee, also doch, er braucht mehr Vorbereitungszeit normalerweise. Alles bereitzustellen und dann noch rechtzeitig nach Tharbad zu kommen, das wird nicht leicht. I'm sorry for imposing on you. It's just that I only really decided after meeting you in person. Es tut mir leid, dass ich das euch jetzt aufdrücke. Es ist nur so, dass ich wirklich erst die Entscheidung getroffen habe, nachdem ich dich persönlich kennengelernt habe. Oh, but considering the short notice, maybe I could offer you a little something extra to sweeten the deal. Aber da ich dich jetzt so kurzfristig beauftrage, vielleicht kann ich da noch etwas extra beipacken, um den Deal zu versüßen. I'd be happy to treat you to a limited edition confection available at the Al Jumeirah, a 6-star hotel in Tharbad. Ich würde dich gerne einladen zu ja, essen zu gehen im Al Jumeirah, einem 6-Sterne-Hotel in Tharbad. Oh, erzähl mir mehr. It's called Milfita, a type of chocolate made using camel's milk. Man nennt es Milfita, also es geht wieder um Dessert. Es ist eine Schokolade aus Kamelmilch. They combine it with highly valuable cacao pulp too, I believe. Und es wird in zusammengerührt mit einem sehr teuren Kakaopulver. The result is a unique full-bodied sweetness that caresses your tongue. Das Resultat ist dann eine einzigartige Vollkörpersüße, die die Zunge umschlingt. Okay, ich habe genug gehört. Ich rufe dich morgen nach unserer Entscheidung an. Ich schätze, es wird eine Entscheidung sein, die uns beide glücklich macht.
Die anderen haben keine Frage. I'll have to thank Dingo for his advice. Dann muss ich jetzt Dingo nochmal danken für seinen Ratschlag. I'll be looking forward to your response then, Mr. Arkwright. Ich freue mich dann schon auf deine Antwort. Ey, du bist so leicht rumzukriegen. Aber zur Hölle, ja, ich war auch noch nicht in Tabard. Ich freue mich schon ein bisschen auf dich. Auf die Sache. Ja, wenn man jetzt sagt, Erebonia entspricht so ein bisschen Deutschland und Calvert entspricht so ein bisschen Frankreich, dann ist Tabard wohl so eine Art Dubai. Oh, ich war schon mal dort. Ich kann uns da ein bisschen rumführen. Es macht mir nichts aus, wenn ihr mitfahrt. Aber erledigt erstmal alle Sachen, die ihr hier noch erledigen müsst. Ich bin sicher, du hast auch noch jede Menge Hausaufgaben, Ferida. Und du musst doch deine Lizenz noch erneuern lassen, oder? Ja, stimmt. Ich muss zumindest noch mal meine Mathe-Hausaufgaben machen. Ja, ich weiß von der Lizenz. Aber kann ich nicht auch ohne unterwegs sein für ein paar Tage? Auf keinen Fall. Ich kann gar nicht glauben, dass es genau in diesem Augenblick wieder aufgeklärt ist. War das ein Zufall? Nein, auf keinen Fall. Ah nee, nicht aufgeklärt. Er meint jetzt Genesis. War das ein Zufall, dass das... Ich dachte, der Regen hätte jetzt gerade aufgehört, wo Nina angerufen hat, aber nein, das ist nicht der Fall. Also das Genesis hat aufgeleuchtet und ist die Frage, warum. Die Stadt hat immer ein nettes Ambiente, wenn es regnet, aber irgendetwas riecht hier komisch. Ich kann noch hier ein bisschen mehr rumschnüffeln, bevor wir in die Wüste gehen. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Okay, einiges zu tun. Also so schnell kommen wir nicht nach Tabard. Was haben wir erfüllt? 30.000 Damage gedealt. Bevor das Monster mal wieder dran war, oder wie jetzt? Also das wird ja immer weiter gezielt, bis das Monster wieder dran ist, oder mit einem Angriff machen wir keine 30.000. Oder? Warte mal, gegen die Wölfe. Wenn wir mit der S-Craft gegen 8 Wölfe kämpfen und wir machen... Oder sagen wir, um es einfacher zu rechnen, wir machen pro Wolf 5000 Damage und wir treffen 7 Wölfe, dann werden es halt diese 35.000 da ungefähr stehen. Nun gut, dann sehen wir uns nächste Folge. Bis dann, tschüss.